Schade, ich dachte, ich könnte hier vielleicht auf die Ebene gucken. Aber kann ich wohl leider nicht. Okay. Das sieht wieder nach epischem Bossfight-Battle aus. Haben wir es jetzt mit dem Inselmeister zu tun als letzten Boss? Ich bin gespannt. Also, 3, 2, 1. Ja, aber er hat einen Freund dabei. Und der ist unverwundbar. Du bist endlich hier. Gut, gut. Nun lass uns sehen, ob du irgendetwas gelernt hast. Ja, er kann Untote beschwören, wa? Oh gut, die sterben schnell. Also er ist durch ein Schild geschützt. Wow. Wow, die sterben zum Glück arg schnell. Und machen auch nicht so viel Damage. Sind die endlich oder kommen da immer mehr? Erstmal die Untoten gucken, dass ich sie dezimiere, bevor ich mich mal mit dem Inselmeister anlege. Die sterben ja zum Glück recht schnell. So. Oh. Okay, er ist verwundbar. Ha, als ob ich noch nie einen Frostbolzen gesehen hätte. Nimm das, okay. Ich kann ihn hauen. Aber ich glaube... Oh, Tarion ist wieder hungrig. Nicht gut. Ich glaube, wir gehen... Try again, Weakling. Au, 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 au. Tarion Mana-Trank. Auf den Inselmeister. Was mache ich eigentlich, wenn ich keine Bolzen mehr habe? Okay, neue Gegner. Und er ist wieder geschützt. Oh. Gegner, die ballern. Das ist nicht so nett. Viele Gegner, viele Gegner. Aua. Und Waage. Seid ihr die normalen Waage? Ja, ihr seid, glaube ich, die normalen Waage. So, ich habe mich fast einkesseln lassen. Da muss ich vorsichtig sein. Ja, da ist der Inselmeister. Okay. Was zu essen? Jawohl, im Kampf was zu essen droppen. Ja, und das gleich vor Speisen ist ja nicht so, als ob wir hier in einem Epic End Battle wären. Ja. Au. Sieht so aus, als ob ich eure Fähigkeiten überschätzt habe. Willst du mich veralbern? Zum Glück greift er nicht sonderlich stark ein in den Kampf. Ups. Ja, die Ballerviecher mal loswerden. Jetzt sind nur noch die Waage und der eine Untote. Ich glaube, ich werde das bei den einen Untoten los. Au. Also nah um den Inselmeister rumgehen ist keine gute Idee oder er fliegt weg. So, der Untote ist, der letzte Wag ist weg. Mach dich bereit zu sterben. Jetzt fängt er an zu zaubern. Das ist auch nicht gut. Au. Hörst du auf damit? Jetzt ist er verwundet. Ah, ich muss einen Trank brauen für ihn. Nein, er ist überladen. Du bist aber verwundet. So, trink mal den. Ist mal das. Das ist kein ordentlicher Zauber. Und Mist.
Jetzt ruft er wieder neue Gegner. Ach nö, Versteinerungsviecher. Muss das sein? Warum? Oh, und so Giftspucker einen großen. Das ist nicht gut. Erstmal das Versteinerungsvieh ausschalten. Genau die da. Die Giftschlangen sind eher harmlos. Oh, die ist sogar schon tot. Oh, er hat es geschafft, seine Giftschlange zu vergiften. Ah, nicht uns vergiften. Okay, du bist vereist. Ah, wir werden gerade... Okay, die vergiftete Schlange ist gerade gestorben. Du trinkst einen Heiltrank. Weg mit dir. Du bist vergiftet und paralysiert. Das können wir auch nicht gerade gebrauchen. Ich merke gerade, kann sein, dass ich etwas schlecht vorbereitet war. Du trinkst deinen letzten Mana-Trank. Und du stirb endlich. Ach nee, der Inselmeister ist aus seinem Schutz erst raus. Au. Los, wir haben hier den Endfight, also bitte den letzten Kristall mal benutzen. Wow, das war ein schöner Crit. Das hat ja fast, macht ja fast schon wieder gut, dass wir in der letzten Phase kaum Schaden gemacht haben. Wow. Zum Glück haben wir so viele Resurrection Potions. Try again, Weakling. Muss das sein? Hey, noch ein Kristall. Oh je. Ach du Heilige. Was macht ihr denn hier? Ihr wart gar nicht auf dem Plan. Ja. Die Jungs kennen wir nur aus Grimrock 1. Also wir kennen noch ihre anderen Brüder und Schwestern, nämlich die Eis-Variante. That's painful. Ja, was du nicht sagst. Mieser Schummler hier. Was liegen da für Tränke? Anti-Venoms. Gerade jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Wow, zum Glück sterben die auch recht schnell, also die Feuerelementare. Was nicht bedeutet, dass sie nicht viel Schaden machen können. So, noch einer weg. Erstmal die Feuerelementare, glaube ich, ausschalten. Wäre die bessere Idee. Wow. Autsch, 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 autsch. Sag bloß, du heilst ihn dadurch, dass du... ja. Leute, falls ihr es nicht merkt, ich habe gerade Stress. Zumal der eine Feuerelementar da ganz doll cheatet. Indem er einfach wegläuft wie eine Pussy. Wow. Ich glaube, bei dir machen Eiszauber nicht mal Schaden. Daneben schießen macht aber auch keinen Schaden. Boah. Im Feuer stehen macht mir Schaden. So, der ist weg. Was droppst du? Feuerbomben? Die keinen Schaden machen? Ja. Schnell, bevor der Inselmeister auf die Idee kommt, wieder aufzunehmen. Wachen. So. Okay. Er fliegt wieder. Hier, schluck ein paar Feuerbomben. Au. Was, du wirst es niemals in die Nexus schaffen?
Und der mächtige Lindwurm hat schon mehr ertragen als das. Okay. Okay, viel hat er nicht mehr. Viel hat er nicht mehr. Kriegt er noch mal eine Phase hin? Ich hoffe mal nicht. Au. Doch, er kriegt noch mal eine Phase hin. Ja. Okay. Okay, okay. Er ist tot. Er ist tatsächlich tot. Ah. Anti-Venom. Okay, erstmal gucken, was wir hier alles haben. Außer 15 Bolzen. Da ist der letzte Kristall. Da ist der letzte Kristall. Eine Feuerbombe. Da ist noch ein Bolzen. Eine Speed Potion. Ein Antidot. Noch was zu essen. Ich sammle jetzt erst einmal hier alles ein, was wertvoll erscheint. Der Rückweg ist wieder offen. So, das war alles. Oh, Feuerbombe. Und es wird wieder Nacht. Okay, ich gehe runter speichern. Oh, es ist dunkel geworden. Gut. Speicherkristall ist wieder aktiv. Denn jetzt habe ich beschlossen, habe ich mir nach dem letzten Cut überlegt, ich zeige euch jetzt erst einmal das, wahrscheinlich das Ende, wenn man das Element nicht hat. Also ich könnte ja jetzt das Element machen, das Balance-Element, weil ich ja alle 4 Power Gems, die ich noch benötige, habe. Aber ich gehe jetzt einfach durch. Oh, das Portal da durch. Dann ist mal was. Ach, und du kriegst deinen Dinger wieder. Steine. Okay, das hier sieht schon mal sehr danach aus, als ob es da zum Luftschiff geht. Also die Docks, die hinterm Schloss liegen. Okay, dann zeigen wir mal, gucken wir mal das Ende ohne den letzten, das letzte Element an. In Gedenken an ein Leben, was mutig gelebt wurde. Das war das erste Ende von Legend of Grimrock. Unsere 4 Helden, auch wenn die jetzt im Abspann nicht so aussahen wie meine Helden wirklich. Also ich frage mich, ob sie da irgendwas am Abspannvideo gedreht haben, dass wenn ich einen
einen Taurus oder so im Team habe, dass der auch wirklich angezeigt wird. Oder ob sie da immer von Menschengruppen ausgehen. Ja, meine vier Helden sind mit dem Luftschiff abgereist. Und dann hat man noch den Inselmeister gesehen. Ich war zwar irgendwie der Meinung, dass er einen Bart hat, aber jetzt am Schluss hat man ihn ohne Bart gezeigt. Er schien entweder erleichtert oder enttäuscht darüber zu sein, dass wir abgereist sind. Also er hat es überlebt, den Kampf, als wir seinen Lindwurm getötet haben. Aber... ja. Das war das Ende ohne die Balance-Rune. Wir haben den letzten Tempel ja bereits gefunden gehabt. Aber ich dachte mir, wenn ich schon hier jetzt einen 100%-Mann draus mache, zeige ich euch beide Enden. Und ja, ich könnte noch einen Zweitdurchlauf machen. Wäre schon schick. Das mache ich vielleicht irgendwann mal auch, aber jetzt nicht. Weil ich habe ja zwei andere Projekte geplant, also die zweite Staffel von Dwarf Fortress und Baldur's Gate 1, die jetzt parallel laufen sollen. Und wie gesagt, ich habe nicht die Zeit für so viele Projekte auf einmal. Ich wollte halt mich mal nur auf Legend of Grimrock 2 konzentrieren bis jetzt, weil, wie gesagt, ich Grimrock 1 schon toll fand und Grimrock ja sozusagen das war, was mich als zum Let's Player gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall, ich fand das Spiel Hammer. Ich fand das Spiel einfach Hammer. Also erst einmal war es wieder wie Grimrock 1 natürlich, vom Gameplay-technischen her. Was neu war, ist, dass das Zaubersystem ein bisschen angepasst wurde, dass es jetzt Wunden gab. Und dass es jetzt Ebenen gab, die mehrere Höhen hatten. In Grimrock 1 gab es ja sowas noch nicht. Das wurde das erste Mal in der Master Quest Mod ausprobiert. Also im normalen Spiel gab es sowas nicht, das mit den Leitern. Aber was ich auf jeden Fall sehr toll fand, ja, ich rede gleich weiter, wenn wir im Hauptmenü sind. So. Was ich auf jeden Fall sehr toll fand, also abgesehen jetzt von der Intro-Musik, von der Hauptmenü-Musik, die finde ich auch klasse, war die Tatsache, dass es wirklich jetzt eine Open-World-Insel war sozusagen. Also es war nicht mehr stur ein Dungeon, immer eine Ebene tiefer. Es waren ja 13 Ebenen im ersten Grimrock. Hier war ja alles viel mehr verteilt und viele verschiedene Gebiete. Das war nicht richtig klasse. Das haben sie richtig gut gemacht. Ich lade jetzt mal kurz meinen alten Spielstand. Gucken, ob er noch geht. Weil man könnte den Entwicklern auch zutrauen, dass sie so gemein sind und einfach den Spielstand canceln. Aber nein, sieht gut aus. Also, wie gesagt, nicht Instruction, Statistics. Uns fehlen noch genau 7 Secrets. Davon ist 1 das Epic Item. Und 1 der fehlende Schatz wahrscheinlich. Also fehlen noch 5 weitere. Ich bin ab jetzt offen für Tipps. Die könnt ihr von mir aus gestalten, wie ihr wollt. Oh, uns fehlt sogar noch ein Level, was wir nicht gevisitet haben. Ja, wie auch immer. Ihr könnt mir die Tipps geben. Bin ich offen. Am besten zu der Schatztruhe und zu dem Epic Item wäre ich froh, wenn ihr mir auch sagen würdet, in welchem Gebiet sie liegen. Also wenigstens das sagen würdet. Dann suche ich in diesem Gebiet nach den beiden Sachen und für die anderen 5 Secrets nehme ich halt Tipps entgegen. Und wenn wir diese 7 Secrets gefunden haben, mache ich das wahre Ende, also das mit der letzten fehlenden Essenz. Okay? So lange wird Grimrock jetzt erst einmal pausiert werden. Also ich werde jetzt mit den anderen beiden Projekten anfangen, wenn ein paar Tipps reingekommen sind. Also sagen wir mal, jetzt haben wir heute... ja, wir haben Mitte Dezember, also sage ich mal, wenn
am Silvester, was alles, was bis Silvester reingekommen ist an Tipps, werde ich nutzen. Weil du jetzt schon wieder hungrig. Oh, das habe ich ja noch gar nicht richtig gemacht gehabt. Okay. Egal. Das muss ich nachher eh nochmal machen. Ja. Ihr könnt mir die Tipps geben. Bis 31. Dezember, also bis Silvester, nehme ich Tipps entgegen. Und dann, wenn ich nicht genug Tipps bekommen habe, dann werde ich einfach nachgucken. Ja, so hart es auch klingt. Ich werde gucken, in welchen Gebieten mir die Secrets fehlen. Werde die mir notieren und sie dann selber suchen. Das dürfte einigermaßen klappen. Und dann werde ich nochmal eine Aufnahmesession machen, oder vielleicht sogar zwei, je nachdem wie lange es dauert, wo ich die restlichen 7 Secrets abklappern werde und wo ich das andere Ende machen werde. Und wenn das gemacht ist, dann ist das Projekt abgeschlossen als 100% Run. Und dann wird es vielleicht nochmal irgendwann... Ich weiß, kann noch nicht versprechen, wann und ob. Vielleicht wird es auch eine Mod werden, wenn es wieder eine Master Quest Mod für dieses Spiel gibt, was wahrscheinlich auch eine ganze Weile dauern könnte. Dann werde ich vielleicht nochmal einen zweiten Durchgang machen. Aber bis dahin ist erstmal Grimrock 2 pausiert. Oh, der Kristall ist wieder aktiv. Ist Grimrock 2 pausiert, sieht es als das erste Ende an. Und ja... Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten, also bei Dwarf Fortress Staffel 2 und bei Baldur's Gate. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt Spaß am Grimrock-Projekt. Ich verabschiede mich hier. Bis bald.